wie man diesen Chip lötet. Ohne Infrarotlötkolben ist hier nichts zu tun. Hallo zusammen. Bei der Reparatur der modernen Technik ohne Infrarotlötkolben praktisch nicht tun. Weil die Teile sind so miniatur, dass mit einem herkömmlichen Lötkolben gibt es nichts zu tun. Aber eine Infrarotlötstation ist sehr teuer. In diesem Video werde ich zeigen, wie man mit eigenen Händen zu Hause einen Infrarotlötkolben herstellt. Außerdem werde ich nicht einen, sondern drei Möglichkeiten zeigen, mit denen man einen Infrarotlötkolben herstellen kann. Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. Alle Details in diesem Video. Zuerst werde ich die Basis oder den Griff eines Infrarotlötkolben machen. Für diese Zwecke eignet sich ein kleines Stück PVC-Rohr. Die Basis mit angeschlossenen Drähten ist fertig. Jetzt können Sie verschiedene Düsen daran anschließen. Um diesen Infrarotlötkolben mit Strom zu versorgen, werde ich diesen leistungsstarken Transformator verwenden. Die Versorgungsspannung beträgt etwa 15 Volt. Die erste Option des Infrarotlötkolben ist die einfachste. Für seine Herstellung benötigen Sie nur eine Autohalogenlampe. In diese Halogenlampe zwei Spiralen. Ich werde die unter dem Reflektor verwenden. Der Lötkolben aus der Halogenlampe ist fertig. Wir werden sehen, was er kann. Nun, Infrarotlötkolben von Halogenlampe funktioniert wirklich. Die zweite Option des Infrarotlötkolben ist die effektivste. Für seine Herstellung benötigen Sie einen Zigarettenanzünder aus dem Auto, genauer gesagt ein Heizelement daraus. Der Zigarettenanzünder muss zerlegt werden, und von all diesen Details brauchen wir nur ein Heizelement und einen Porzellanisolator. Thank you.
Der Lötkolben ist fertig und es ist Zeit, ihn zu testen. Wie Sie sehen können, funktioniert der Infrarot-Lötkolben aus dem Zigarettenanzünder des Autos wirklich. Mit ihm können Teile leicht gelötet werden. Alles in allem eine wirklich coole Sache. Die dritte Option des Infrarot-Lötkolben ist die günstigste. Für seine Herstellung benötigen Sie einen kleinen Abschnitt der Heizspirale, Dharnichrom. Zuallererst müssen Sie entscheiden, welcher Abschnitt der Heizspirale benötigt wird. Sie können dies auf experimentelle Weise tun. Dieser Abschnitt kann nun an die Ausgabe angeheftet werden. Der Lötkolben ist fertig und jetzt prüfen wir, was passiert ist. Wie Sie sehen können, funktioniert der Lötkolben. Mit seiner Hilfe können Sie auch löten. Aber es ist erwähnenswert, dass es in der Leistung der vorherigen beiden unterlegen ist. Nun, unter den getesteten Infrarot-Lötkolben hat sich der Lötkolben aus dem Zigarettenanzünder aus dem Auto am besten bewährt. Es funktioniert wirklich sehr gut. Damit endet dieses Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann setzen Sie Like und überlassen Sie es Ihren Freunden. Es ist großartig, wenn Sie den InWechsel-Up-Kanal abonnieren. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss.